Du, sag mal, Onkel. Ist das ja hier nicht diese neue Flashlight mit der Rocco Siffredi Edition? Ah, du hast recht, kleiner Tobi, aber woher weißt denn du sowas? Ja, hab ich neulich beim Insta-Swipen als Werbung bekommen. Ach, du hast es als Werbung bekommen? Ja. Flashlight? Meine Eltern haben keine Filter im Internet. Ja, deswegen bist du auch so verdorben, kleiner Tobi. Und dein Onkel muss sich erziehen. Mit ich Gürtel. Ich bin 12 und habe die Lebenserfahrung eines 70-Jährigen. Ja, deswegen muss dein Onkel dich auch mit Gürtel und Kot erziehen. Der Kot, die Kotpeitsche. Natürlich, so eine ungarische Kotpeitsche. Die gibt den Kindern Vernunft. Aus ungarischem Hühnerleder. Gegerbt. Gibt's eigentlich Huhnleder? Buchleder? Huhnleder. Achso, ein Huhnleder, glaube ich nicht. Warum? Bigfoots Höhle war irgendwie. Ich glaube nicht, dass das seine Main-Höhle ist. Meinst du nicht, Alter? Er klingt aber so. Nee, das war nicht seine Main-Höhle. Klingt aber nach. Ich glaube, das war nur so eine Zwischenhöhle. Go out of my cave. Guck mal, hier ist die Help-Hütte. Das ist die Help-Hütte. Hier ist sie. Das ist die Help-Hütte. Ja, aber die ist doch an einer neuen Stelle. Sonst war die doch oben auf dem Berg. Alter, eine Banane. Oh. Die kranke Sau. Banana-Phone. Ring, ring. Oh, Propan. Kann ich aber nicht mitnehmen. Wieso nicht? Keine Ahnung, wiegt zu viel. Musst du mitnehmen, kleiner Tobi. Wo? Wo ist Propan? Hier. Im Sack? Ah, hier. Hier? Ach, da oben. Hast du ein Ding? Ich hab eine Flairgun. Ja. Ich hab noch keine. Dann nehme ich die mal mit. Ja, nimm die mal mit. Munition. Ich hab noch zwei Schuss. Ich hab auch noch zwei Schuss. Dieter, zwei Schuss? Ja, den kenne ich doch. Meinst du, sollen wir Fallen hinlegen? Weiß es nicht. Die Frage ist halt, wo gehen wir jetzt hin? Ich meine, guck mal, auf der Karte haben wir schon echt viel aufgedeckt, ne? Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal die Straße hier hin. Und gehen dann so ein bisschen rüber. Über diese Hauptstraße rüber. Genau, das sind ja so zwei kleine Spitzen. Und meistens bei den Spitzen kann man ein bisschen dippen. Ja, ja. Ich würde sagen, da dippen wir. Oben rechts ist auch noch irgendwie so eine Wälzstelle, wo links und rechts so Härchen weggehen da in diesem... Ja, da könnte auch sich wulsten. Der Wälzbart. Das ist oben der Wälzbart Mountain. Oben am Wälzbart Mountain könnte ein wenig sich die Krümel rauskämmen. Okay, wie kommen wir denn hier hoch? Am besten hier so rum an der Seite? Ich lauf nie über so Steine und Stöcke, es ist gefährlich. Ja, man weiß ja auch nie, ob das wirklich ein Stein ist oder Kot. Ja, eben. Guck mal hier, Bigfoot-Werbung. Bigfoot. Der ist Makler. Der Baummakler verkauft jetzt Baumwohnungen an andere Bigfoots. Baumhäuser. Big Baumhaus. Ja, hier ist wieder so ein bisschen was. Das ist wie bei dieser Big Beichtbruder-Sendung. Big Beicht? Big Beichtbruder, da wo man die Kameras in den Beichtstuhl gemacht hat. Ich kenne nur dieses große Christen-Casting. Aber da muss man ganz lange den Mund aufhaben. Guck mal, da unten ist noch ein Hochsitz, ein kleiner, aber haben wir den nicht schon? Da muss man das feuchte O halten. Wer es am längsten hält, der gewinnt. Da hinten? Oh, da rennt er doch! Da rennt er weg! Hey Jungs, ich mach grad meinen Morgenspaziergang. Nicht cool. Jagen ist nur nachts, ohne Treten. Ich wollte nur die Zeitung holen. Wie er da so geschlendert ist. Ja, ja. Okay, wir müssen gucken, dass wir vielleicht zum Wohnwagen oder so kommen, weil wir müssen jetzt durchhalten. Die Nacht kommt. Das hat einfach aber auch mal null Schaden gemacht, obwohl ich getroffen habe. Ja, aber sein dickes, krustiges Fell hat das einfach abgewehrt. Ja, auf die Distanz, Schrotflinte. Aber hier könnte man irgendwo noch hoch. Man kann sich hier noch hochschlängeln. Jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir Unterschlupf gewinnen. Ja, also entweder schlupfen wir bei Dings rein jetzt, oder wir gehen halt hoch zu der Hütte. Meinst du hier? Direkt hier jetzt so geradeaus? Entweder wir gehen jetzt hier hoch auf den Berg, dann müssen wir nach ganz oben, da ist die Hütte. Kriegen wir das hin? Schaffen da, wir das? Da, wo wir eigentlich hin wollten und du dann gesagt hast, nee, komm, wir gehen da an diesen völlig uninteressanten Ort. Wow, 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 oh, 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 Mr. Hütte. Du meinst der da hinten? Da müssen wir auf jeden Fall ganz hoch. Oh Gott, jetzt ist nämlich die Nacht da. Und jetzt ist er gierig, sag ich dir. Die nächtliche Nacktgier. Der wird uns bürsten heute Nacht. So, hier oben.
Oben? Hier oben. Oben, oben, droben. Ich glaube, ich höre was. Ich will gar nichts hören, ich will einfach nur in die Hütte. Ja, kleiner Tobi, wir sind ja gleich da und da gibt's eine gemischte für dich. So, hier ist auch mal ein langes Gewehr. Ich mach mal direkt hier... Propan. Sind in der Mikrowelle ist nichts. Hier ist noch Heilung. Schnapp dir mal die Heilung. Wo ist noch Heilung? Oh, da, da. Oh! Why? Kommt er jetzt? Will anlocken. Ich will ihn wütend machen. Guck mal, hier sind erotische Bilder von Waschbären. Ja, schau doch mal hier. Erotische Waschbär-Shots. Erotische Waschbärbilder. Das Licht da hinten flackert ein bisschen. Irgendwo hier einen Zettel gefunden? Noch nicht, nee. Leg mal noch eine Falle hin. Oh, wenn er hier hoch will, hat er ein richtiges Problem. Jetzt schieß ihm in die Fresse! Aber ich dachte, er kommt jetzt hoch. Oh Gott! Er hat alle anderen Fallen deaktiviert! Deactivated, Alter! Deactivated! Renn runter! Deactivated! Oh! Okay, renn wieder hoch, kleiner Tobi! Hoch in die Ecke! Deactivated! Alter, die Fallen deaktiviert mit Treter! Mach doch Popper an, wenn er kommt! Wollte ich doch! Achtung, er rennt, er flieht! Oh, wo da ist kommt er? Er wieder! Oh! Oh! Alter! Wieso? Die Shotgun hat gestreut. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Geht's dir gut? Ja, ich kann mich selbst noch heilen mit einem. Oh, Alter, er holt mich Alter, direkt. Was macht er mit dir? Er hat dieses Straßenschild und... Wo ist es jetzt? Ich hab auf einmal... Aua. Oh. Ich hab Schmerzen in meinem Skrotum. Wo ist er hin? Keine Ahnung. Denkst du, er kommt wieder? Ich weiß es nicht. Mann, der alte McNugget. Der McNuggie, hier liegt ein Schinken. Wow, wow, wow. Hat sich direkt ein Waschbären da unten gezogen. Aber wie er alle Fallen deaktiviert hat. Ja, er hat irgendwie so einen Hulk-Smash gemacht. Ja, er hat so einen Hulk-Smash gemacht. Oh. Ey, wir brauchen die ABP. Die könnte hier im Spind sein, aber wir haben keinen Code, ne? Also. Vielleicht Toilettencode. Die sind ja immer in der Nähe. Im Normalfall sind die irgendwie in der Nähe. Unten vielleicht irgendwo runtergefallen, der Zettel? Oder die sind irgendwo angezackert, das kann auch mal sein. Vogelhäuschen. Ah. Ich glaube, die schnitzt Bigfoot in seiner Freizeit. Ja, das ist so sein Hobby. Ja, tagsüber ist es ein ganz friedliebender Mensch. Wo könnte der sehr haarig Firewatch Code ist. Sein? Das ist jetzt die große Frage. Ich sehe hier nichts. Könnte was richtig Dickes drin sein. Ich sehe hier nirgendwo. Ist der Code unten bei diesem einen Dings, weißt du? Meinst du hier noch irgendwo? Da ist was. Geradeaus, meinst du? Ja, genau. Vielleicht ist es da irgendwo. Ist das ein Schreibtisch? Sei aus der Ferne aus wie so ein Schreibtisch. John Adams. Auch nichts. Oder bei dem kleinen Zelt? Irgendwo beim kleinen Zelt ist? Welchen kleinen Zelt? Wo bist du denn jetzt hin? Ja, da, wo ich hin wollte und du gesagt hast, unnötig dahin zu gehen. Weil die Nacht ist eh super dark. Ich glaube auch, dass Bigfoot nicht mehr wiederkommt. Der ist erstmal bedient. Den haben wir so eingerieben.
Nee, hier ist auch nichts. Okay, der kommt doch wieder. Wo kommt der wieder? Keine Ahnung. Klang so. Eine Falle irgendwo hin trappen, ey. Am besten wär's, oder? Ich mach mal hier einen hin mit lecker Fleisch. Ich könnte noch ein Propan dann daneben stellen. Mach du mal. Noch eine Kamera platziert für einen Notfall. Aber es wird schon wieder hell, ne? Ich glaube nicht, dass er kommt. Wow, hinter dir! Kleiner Tobi! Immer werfen die mit Felsen auf mein Gesicht. Ja, Tobi. Der ist halt hübscher gewesen. Wollen wir den Propan wieder mitnehmen? Weiterziehen? Oh, guck mal, hier sind jetzt Blätter drauf. Alles getarnt. Tarnpatch. Tarnpatch. Nee, der kommt nicht. Wir müssen weiterziehen. Von dem... Wir gucken nochmal beim Tower, ob wir irgendwo einen Code finden. Jetzt, wo es hell ist. Vielleicht haben wir irgendwas übersehen. Ansonsten... Ziehen wir weiter. Lass mir die Falle einfach mal liegen. Vielleicht dappt er ja rein. Boah, wie er sich wieder geheilt hat, ne? Ja, ist immer noch über 1000 Leben. Aber irgendwie beim letzten Mal hatten wir ihn besser dran. Ja, beim letzten Mal hatten wir ihn irgendwie auf 800. Da haben wir aber auch so schön Druck machen können. Und die Sniper hat halt dann doch ganz gut Damage gemacht. 11 Schaden oder sowas hat die gezogen. Wenn du ihm da so 5 mit auf den Weg gibst, das merkt er, das spürt er. Das geht durchs Fell. Alte George. Es wird morgen und der Geruch nach Suppe verfliegt langsam. Waren wir jetzt sicher? Wenn die Sonne aufgeht, verfliegt der markante Geruch nach Suppe. Was riechen die Jäger, Sie jetzt? Die Jäger haben sich sicher gefühlt. Nachdem sie sich in der Morgensonne sicher fühlten, befanden sie sich trotzdem in einem emotional dramatischen Zustand. Nachdem Bigfoot dir ein Straßenschild ins Rektum geschoben hat, wie hast du dich danach gefühlt? Bedehnt. Weit. Ich habe mich weit gefühlt. Was dachtest du im Augenblick der Penetration? Wolltest du nach Hause oder war es dir eine große Freude und ein Genuss, zusammen mit dem Menschenaffen im Wald zu leben? 1000 Fragen stellten sich mir nach dieser Nacht. Als ich morgens in meinem eigenen Urin im Blut in dem Zelt aufwachte, fühlte ich mich wie neugeboren. Oh. Alter, der Alan. Campingplatz. Auf den wütend. Alans Platz. Oh, eine Signalpistole. 556, gibt's hier irgendwo ein Maschinengewehr? 6082, ich habe einen Code gefunden. Moment, ein 6082. Moment, da klebt ein grüner Sticker. War da oben auch was Grünes? Wie ein grüner Sticker? Da klebt so ein grünes Markierungssticker-Li dran. Stimmt. 608. Das könnte sein, könnte sein. Könnte sein, ne? Könnte sein, ja. 6082, okay, gehen wir hoch. Warte mal. Guck mal hier. Guck mal da. Da liegt da einer. Alter, mach mal Lampe aus. Blendet. Alter, der ist das? Mais. John Coleman. War der nicht schwarz? Bigfoot hat den weiß geprügelt. Hey John, braucht deine Hilfe. Hey Bro, was los? Es geht um Monika. Boah, habt ihr Schluss gemacht? Voila. Nein, lol. Sie will in den Wald gehen für ein paar Monate. Lol, bin nicht überrascht. Mit deinem Gesicht vielmals wahrscheinlicher als eine Beziehungsschluss. Deine Freundin ist super Outdoor-enthusiastisch. Willst du mitkommen? Denke, ich kann mitkommen. Echt? Danke, Bruderherz. Kuss, Kuss.
Das steht da wirklich. Meinem langweiligen Job, du Arschloll. Hey John, hör zu, über diesen Trip, da werden so Geschichten erzählt. Ich glaube, es ist nur ein Gerücht, aber sie sagen, dass Bigfoot im Park sein soll. Ich glaube nicht wirklich an so etwas, aber nur zur Sicherheit, nimm ein großes Messer mit oder so. Lieber auf Nummer sicher gehen, Habibi. Sehr lustig, aber okay, hab keine Sorge, hab Messer dabei, Wally. Du bist sehr komisch, okay? Vergiss nicht, wir fahren um 6 Uhr in die Früh und nehmen den Zug von Eureka zum Redwood National Park. Verstanden. Gute Nacht, Diggi. Bis später, Diggi. Hey, etwas Komisches war heute früh im Radio zu hören. Es hörte sich so an, als wäre es Morsecode, aber ich kann es nicht entschlüsseln. Glaubst du, Monika weiß wie? War nämlich Hauptschule. Voila. Ich frag sie. Das war Bigfoot. Pete, ich habe ihn gesehen. Was zur Hölle? Du hast gesagt, dass es nur ein Gerücht ist. Wieso hast du dir nicht gesagt, dass Bigfoot hier ist? Er schreibt dann auf dem Handy Sterbegeräusche auf dem Handy schreibt. Bei WhatsApp Sterbegeräusche. Monika, ich gehe mit John zum Wasser. Vielleicht geht es John bald besser. Ich habe Angst. Peter Mills. Ja, Peter komm. Peter die Mills Leber. Wo war der jetzt? Da oben irgendwo, ne? Wo war der Firewatch Tower? Auf der Karte, neben dem Baum oben. Achso, okay. Dr. Firewatch. Wird's schon wieder dunkel? Die Tage hier im Redwood Park. In Eureka. Im Eureka. Eureka. Brudi Walla Couscous. Brudi Walla Couscous hat Monika Schluss gemacht. Nee, ist in den Wald gerannt. Die war sehr outdoor-affin, wenn du verstehst. Draußen in der Natur, da ist sie gern geritten, aber nicht auf Horses. Was war jetzt der Code? 6085? 6082. Okay. Sicher? Ja. Ja, das ist auch ein grünes Ding. 608 Doors. Ein Fuchs erledigt. Yay, und Alter. Der M4CL ist da drin. Alter Maschinengewehr, Junge. Jetzt gebe ich dem Typen. Boah, warte, dann brauchst du die 556er, oder? Warte, kann ich dir 556er geben? Oi, oi, Alter. Warte mal, ich habe ganz viel. Warte, 556er habe ich hier. Geben, alles. Wie kann ich das geben? So, glaube ich, ne? Einfach rüberziehen, ja. Ui. Black Rio. Boah, Junge. So, die Sau soll nur kommen. Da mache ich ratatatata. Bra, bra. Brä, brä. Ein Vogel. Ich hab voll was von Vogel in der Ferne. Brä, brä. Brä. So richtig so mit dem Kopf nach vorne, so mit dem Hals. Brä. 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 Ey, was machst du hier? Lass mich in Ruhe zirpen. Brä, brä. Ein schlechter Cartoon, weißt du? So. Oh mein Gott. Papa, was ist das für ein Geräusch? Und dann sitzt da so voll der hässliche Vogel im Baum. Brä, brä. Das, mein Sohn, ist der wunderschöne Klang der Natur. Diesen hässlichen Vogel. So ein Rapper-Sex-Vogel irgendwie. Brä, brä. Oh Gott. Brä, brä, Beach. So eine kleine brä, brä, Beach. Warum trägt der Vogel ein Bandana? Macht so merkwürdige Handzeichen. Ist das ein C? Oh. Er macht einen Cripwalk. Brä, brä, Beat. Guck mal, hier geht's auch noch mal so eine komische Hake nach oben. Ja. Unten am Mount Captain Hook. Mount Capity Hook. Unten am Mount Capity Hoo. Cap, Cap, Hoo. Oh. Am Hormount. Armund? Ormund Mountain. Aber das kann doch nie. Hä? Alter, guck mal hier. Alter, was ist das? Ein Vogelhaus, Baumhaus. Ein Vogelbaumhaus. Da wohnt er drin. Brä, brä, Beach. Da wohnt er drin, ja. Der Cripbird wohnt hier. Alter, verlassenes Baumhaus vom Cripbird. Ja, deswegen auch die blaue Hängematte. Hier ist so eine Leuchtpistole, nimm mal mit. Ich war für eine Weile bewusstlos. Mir geht es inzwischen besser. Mach dir keine Sorgen. Als ich nach dir suchte, Peter, habe ich gesehen, dass Ruby tot neben dem Wasserfall liegt. Was ist passiert? Ich habe Angst. Monika. Also, das war Ruby. Ich dachte, wir hätten Monika gefunden. Oh, hier ist noch eine Autobatterie. In der auf jeden Fall nehmen. War noch ein Feuerwerk und ein Gas. Ich habe Feuerwerk, Autobatterie und Treibstoff.
Aber die Batterie stunt ihn und dann kannst du ihm richtig in die Fresse schießen. Dann schieße ich ihm voll in die Fresse. Aber lass uns hier oben eine Falle aufstellen. Oder er kann ja im Endeffekt nur... Ja, beim Baumstamm wird er nicht kommen, oder? Du hast auch ein Tablet dabei, ne? Ja. Guck mal, ob er unsere Falle gesnackt hat. Oh, welche Falle? Zwei oder was? Egal. Nee, wir haben nur... War das auf der 2? Auf der 2, ja. Da war mal eine Falle auf der 2. Da war mal eine Falle, aber ich sehe keine. Also auch keine kaputte gerade. Ich weiß nicht, wo du... Wo wir sie hingelegt haben. Ja, die Cam zeigt halt drauf, ne? Ja, aber die ist ja frei beweglich. Okay, also, neue Nacht. Also ich würde sagen, wir gucken jetzt... Er kann ja, wenn dann, diesen Weg nur hochkommen eigentlich, oder? Nee, er kann auch hier rüber, guck mal. Ja, aber komm, meinst du, er kommt über den Baumstamm? Schon. Ich würde... Eigentlich muss man es so machen. Falle nebendran. Ja, hier, ja. Guck, hier, zack. Falle. Hoffen, dass es irgendwie essen will. Ja, und dann die Autobatterie noch. Dann ja, die Autobatterie in der Nähe. Du nimmst den Sniper, ich nehme... Machine Gun und dann... Duzen wir ihn. Duzen? Duzen. Vielleicht nehme ich auch die Schrotflinte. Radio Biggie. Ich hab was gehört. Radio Biggie. Vergiss nicht, du kannst ihn mit einer Flare Gun auch verjagen. Damit haben wir ihn letztes Mal so gut bearbeitet. Also nicht mit der Flare Gun, nicht mal mit dieser Handflare. Mit der Handflare? Baba. Baba. Nichts. Ja, boah. Ja, hat er gehört. Ich mach nämlich den prostituierten Ruf eines Bigfoot-Weibchens. Free Tits signalisiert das. Bra. Bra. Ich bin 40er Jahre Vampir-Rapper. Bra. Warum kommt er denn nicht? Ah, jetzt! Er kommt! Ich hör ihn! Da das. Oh nein! Der Batterie hat überhaupt nicht geklappt! Oh, ja, ja. Jetzt! Spieß drauf! Ich lieg am Boden! Du zuckst! Ich lieg am Boden! Im Notfall die Fackel rausholen! Ich hab hier nur eine Axt! Was ist hier? Oh Gott! Oh, was macht er mit dir? Was macht er da? Du hast auch eine Signalpistole! Oh, er hat mich runtergestoßen! Er will zu dir, glaube ich. Wo bist du? Er bringt mich um. Er bringt mich um! Okay, ich kann mich noch heilen. Ich bin wieder auf dem Bein. Wo ist er hin? Ich weiß nicht, er ist weggelaufen in die Richtung, ja, wo du gerade lange bist. Boah, meine Munition ist aber gut leer. Ich hab nur noch 3. Er hat einen Baum auf mich drauf geworfen, die Sau. Ich hab nur noch 13 HP. Hast du noch Heilung? Nein. R800 durchladen. Ich komm mal hoch zu dir. Hat die Falle getriggert? Ja, ja. Mal her. Sollen wir eine neue Falle legen? Oh, mit was hast du mich da eingeschmiert? Mit meinem Eigenurin habe ich so einen Sud gemacht. Aus Brennnesseln und Algenurin. Eine neue Falle legen und nochmal Kanister hinstellen? Der war so schnell durch, ne? Kanister? Aber die Folge ist auch schon wieder rum. Dann werden wir hier durch diese Hohle... Wie heißt, durch diese kalte Hose wird er kommen, oder? Ja, Freunde. Die Jagd wird spannend. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Kleine Bewertung rein, Zwitscherdudeln. Auf Wiedersehen und tschüss! Igeli.